Liebe Hörer meiner Vorträge, liebe Freunde von Abduschin, liebe Freunde von Jesus, es sind die Gottessöhne, die mich immer wieder anspornen, eine Andacht zu machen. Es wird also eine Andacht geben im Raum Bodensee am 7. September 2024. Die Andacht ist sehr wichtig für den Menschengeist, denn er hat sich nur noch dem irdisch-materiellen hingegeben, und an diesem Tag kann er in der Schwingung seines Ich, seines wahren Ich aufschwingen. Er kann also ein Tor öffnen, indem er dann hineinschreitet und aufschwingen kann, so hoch wie er will als Menschengeist. Wenn er dann noch im Gebet ist, dann kann er sehr, sehr hoch kommen, und es kann nur Glück und Zufriedenheit für ihn sein. Die Andacht öffnet tatsächlich ein Tor, ein geistiges Tor für jeden Menschengeist. Ein Tor öffnet sich, und schon schreitet er da hindurch und kann schöpfen die Kraft Gottes. Die Kraft, die wir jetzt sehr nötig haben für den wahren Aufstieg. Also, ihr könnt euch anmelden. Menschen können auch versiegelt werden, wenn sie es möchten. Menschen können auch berufen werden, wenn sie es wollen. Niemand drängt sie. Und ich am allerwenigsten. Ich will freie Menschen um mich herum, die genauso frei sind wie ich, in dieser Freiheit leben. Es gibt also keine Sekte, keine Kirche, keinen Verein. Es gibt nichts. Nur euch. Euch, ihr als Einzelmenschen, ihr seid die wahrhaftigen Träger der Wahrheit, und ihr sollt Andachten halten. Genau für dieses Tor, das sich dann öffnet, damit eure Gaben wieder zum Glühen kommen. Ja, damit eure Seele wieder heiß erglüht. Und sie muss wieder erglühen, denn zu kalt ist es draußen in der Welt, und kälter wird es noch, vor allem wenn die Schrecken kommen. Sie machen keinen Halt. Ja, werdet also stark, geht zur Andacht. Ihr könnt mich anschreiben, mich darum bitten, dass ihr eine Anleitung bekommt, und ich schicke sie euch. Tja, den genauen Ort erfahrt ihr dann über das E-Mail, über das Schreiben. Der Mensch braucht die Kraft Gottes. Und wenn er glaubt, er hat die Kraft Gottes irgendwo, wenn er es nur glaubt, dann ist es zu wenig. Er muss es überzeugt in sich tragen, dass die Kraft Gottes lebendig in ihm ist, dass er auch darum bittet im Tag. Darum bittet zuerst: Herr, gib mir die Kraft für diesen Tag, damit ich ihn erlebe nach deinem Willen. Es sind einfache Worte, aber sie müssen gesagt sein. Man kann sie nicht nur denken. Sprecht sie aus. Es muss nun alles ausgesprochen werden. Wer sie ausspricht, der hat Mut. Denn da wird auch nachher gerufen,
wenn die Schrecken losgehen. Denn ihr braucht diesen Mut, Entschlossenheit, das Glühen der Seele könnt ihr in der Andacht erfahren. Ja, so viel zur Andacht am Bodensee, 7. September 2024. Nehmt euch frei, einen Tag vorher schon, damit ihr euch einschwingt, denn hohe Kraft kommt herab. Ihr Immanuel Markus Pösch.